So, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich wollte weiter auf den Podcast von Marcel Krass antworten, weil einige fragen, ja, warum öffentlich und so weiter. Der Podcast wurde öffentlich verbreitet mit dem Titel Er war Salafist. Jetzt hat man den Titel geändert, wo undifferenziert 2 Stunden auf die Salafis eingehackt wird. Und dann muss ich auch öffentlich darauf antworten, damit man Bescheid weiß, was wir davon halten. Und inshallah könnt ihr was davon lernen. So, jetzt als erstes diese Aussage hier, die jetzt kommt. Ja. Damals gab es keine Hanafi und Genau. Maliki. Was denkst du denn? Ja, genau. Noch eine neue Religion oder was? Nee, Letztens hatte ich so einen Vortrag bei uns an der Uni. Da hat jemand eine sehr schöne Antwort auf diese Frage gegeben. Welche Rechtsschule hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er hat das so ein bisschen aufgeschlüsselt, wie die Meinungen zu den Begründern der Rechtsschulen kamen, zu Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Das sind ja Leute, die bei das Wissen, was weitergegeben wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam über eine Generation zur nächsten Generation zu den Rechtsschulen selber. Also sie haben das ja gelernt von Leuten. erstmal, das Wissen, das vom Propheten a.s. weitergegeben wurde, auch an die Gründer der Rechtsschulen, ist das Wissen von Koran und Sunna. Das muss man erstmal hier festhalten. Die spezifischen Unterschiede in der Herangehensweise, wie man Regeln aus Koran und Sunna ableitet oder Urteile für Dinge findet, für Begebenheiten findet, die noch nicht aufgetreten sind, wo man keinen expliziten Beweis aus Koran und Sunna hat. Diese Methoden hat nicht der Prophet a.s. weitergegeben. Das Wissen des Propheten, was er weitergegeben hat, ist der Koran und die Sunna. Das erstmal dazu. In der Zeit des Propheten sallam, gab es nach Mehrheitsmeinung ungefähr 12 der Gefährten, die den Rang eines Mufti erreicht haben. Also, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Aisha, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Zubair, Abu Darda, Mu'ath ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b. Fällt mir jetzt sonst keiner mehr ein. Ja, auf jeden Fall. Das waren die Fuqaha der Sahaba. Also die Gelehrten waren, die weitergegeben haben. Und von denen sind quasi Schüler entstanden und weitere Schüler, aus denen die Rechtsschule entstanden sind. Und er hat das dann so Also hier genauer wird erklärt. gesagt, aus den Schülern ist die Rechtsschule entstanden. Diese Aussage ist wohl nicht richtig, weil dann wären die Sahaba oder die Tabi'in die Gründer der Rechtsschulen. Die Gründer der Rechtsschulen. Deswegen muss man nicht alles glauben, was irgendjemand an einer deutschen Universität erzählt. Die Gründer der Rechtsschulen sind aber nicht, ist aber nicht irgendein Tabi'i oder ein Sahabi, sondern die Gründer der Rechtsschulen sind Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i und Ahmad ibn Hanbal. So. Wobei sogar manche sagen, die Schüler von ihnen, okay? Aber definitiv sind nicht die Sahaba die Gründer der Rechtsschulen. Okay, die Sahaba wussten nichts von diesen 4 Rechtsschulen. Und es gab auch damals noch viele andere Rechtsschulen, wie die von Al-Auza'i, von Al-Thawri, Al-Layth ibn Sa'd und so weiter und so fort. Und viele andere. Okay, das muss man erstmal hier feststellen. Deswegen die Aussage ist so einfach nicht richtig. Was richtig ist, ist, dass bestimmte Gefährten und deren Fatwa einen besonderen Einfluss auf einen Madhhab hatten. Zum Beispiel, Abu Hanifa kam aus Kufa. Die Sahaba, die nach Kufa bzw. in Irak ausgewandert sind, haben dort ihre Überlieferung überliefert. Deswegen besonders, dass der Fiqh von Abu Hanifa ist besonders beeinflusst von wem? Von Ibn Mas'ud. Fiqh von Imam Malik ist zum Beispiel besonders beeinflusst von Ibn Omar. Das nur kurz dazu. Ja, das könnte man noch weiter ausführen. Wer mehr dazu wissen will, soll sich meinen Vortrag anschauen, die Entwicklung der Rechtsschulen. Woher kommt Abu Hanifa? Bei wem hat er gelernt? Auf wen geht er mehr? Hat mich zurück? Imam Shafi'i.
Und man sieht am Ende, alle gehen zurück auf den Propheten. Ja. Und er meinte in der... Also, die Regeln, und ich werde das gleich ausführen, ja, mit denen sie herangehen, um ein Urteil zu finden in bestimmten Fragestellungen. Was zurückgeht auf den Propheten ist Koran und Sunna, aber nicht die Madhab-spezifischen Unterschiede. Madhab-spezifische Unterschiede bei der Urteilsfindung. Als Schlussfolgerung, wenn du fragst, welche Rechtsschule hatte der Prophet, er hatte alle vier. Erstmal, dass diese Aussage ist eine katastrophale Aussage. Der Prophet hatte alle vier Rechtsschulen. Das heißt, der Prophet war Hanafi. Man kann sagen, die Rechtsschulen folgen Koran und Sunna. Aber ich kann nicht sagen, der Prophet hatte eine Rechtsschule. Das ist eine katastrophale Aussage. Weil alle vier auf ihn sind begründet, auf ja. Also, das ist, ja. Aber es ist so ein einfaches Ding halt. Und diese Sache halt, ich folge Koran und Sunna. Und quasi, ich habe den authentischen Beweis in der Hand. Also jetzt nochmal auf die Aussage zurückzukommen. Der Prophet hatte alle Rechtsschulen. Der Prophet hatte nicht alle Rechtsschulen, sondern alle Rechtsschulen versuchen, Koran und Sunna zu folgen. Okay? So. Beziehungsweise folgen Koran und Sunna und sind rechtschaffende Gelehrte, die wir schätzen, die wir respektieren, die besser sind als jeder einzelne von uns. Inshallah. Aber die Unterschiede zwischen ihnen, das sind nicht Sachen, wo der Sahabi XY gesagt hat, mache dies so und so, um ein Urteil zu kommen. Und ich zitiere, und das könnt ihr euch wie gesagt anschauen, mein Vortrag Entwicklung der Rechtsschulen. Ich zitiere euch mal hier aus dem Buch The Evolution of Fiqh, um einige Unterschiede euch klar zu machen, wie es zu Unterschieden kam. Erstens, the principal source of Islamic law agreed upon by all major madhabs were the Quran, the Sunnah, Ijma of the Sahaba und Qiyas. Das heißt, die prinzipiellen Quellen des islamischen Rechts, wo sich alle großen Madhabs einig sind, sind der Koran, die Sunnah, der Konsens der Gefährten und der Qiyas, der Analogieschluss. All of the major madhabs set conditions for the acceptance of the Sunnah as primary source of Islamic law. Alle großen Rechtsschulen setzen spezifische Bedingungen für die Akzeptanz der Sunnah als primäre Quelle des islamischen Rechtes. Das ist jetzt sehr wichtig. Hierdurch entstehen die Unterschiede. The Hanafi madhab stipulated that the hadith be widely known, mashhur. Mashhur bedeutet drei verschiedene Überlieferungsketten oder mehr. Ab drei verschiedene Überlieferungsketten, um den Hadith zu akzeptieren. Ansonsten haben sie den Qiyas bevorzugt. Sie haben gesagt, ein starker Qiyas ist bevorzugt zu einem Hadith Ahad. Deswegen beispielsweise beten sie auch nicht Tahiyyatul Masjid. Weil sie sagen, der Hadith ist zwar authentisch, aber nicht mashur. Und der Qiyas Sahih sagt, Tahiyyatul Masjid beten ist Sunnah, aber dem Imam zuhören ist Fard. Also bevorzugen Qiyas diesem Hadith gegenüber. Das ist ihre Herangehensweise. The Maliki Madhab requires that the Hadith not contradict the Ma'arjul Madinites. Das heißt, die Malikis haben bevorzugt, dass der Hadith nicht dem Ijma der Malikiten Ijma der medinesischen Einwohner widerspricht. Okay? So. Man könnte hier noch so viel sagen. Die Shafi Madhab mit Sitz der Hadith be authentic. Dann die Hanbali Madhab, ganz andere Herangehensweise. Only requires that the Hadith be attributed to the Prophet and not fabricated. Thus, Hadiths of doubtful authenticity were considered a part of the Sunnah. Das heißt, beim Hanbali Madhab, wenn du zum Beispiel einer Sache kein Urteil hast, ja, du findest nichts im Koran, du findest nichts in der authentischen Sunna, ja, was haben die dann gemacht? Dann hat er es bevorzugt seiner eigenen Meinung gegenüber einen Hadith, der unauthentisch, aber nicht erfunden oder besonders schwach ist, zu benutzen. For a ruling on a case where none of the previous four principles offer the ready solution. Ja, hier.